Als eine weitere Anwendung der Algorithmen zur Graphtraversierung wollen wir uns die Situation eines bipartiten Graphen anschauen. Was ist ein bipartiter Graph? Gucken wir uns das einfach mal an. Ein bipartiter Graph ist ein Graph, den wir quasi in zwei Teile zerlegen können. Das heißt, wir haben einen linken Teil, einen rechten Teil. Oder oben und unten, ganz egal, auf jeden Fall zwei Teile und die Kanten gehen nur von dem einen Teil in den anderen Teil, beziehungsweise umgekehrt. Formal sieht das so aus: ein Graph GVE, also Knotenmenge V, Kantenmenge E, nennen wir bipartit, wenn sich die Menge der Knoten aufteilen lässt in zwei Teile, hier dargestellt als X und Y. Und für jede Kante gilt, sie geht von dem einen Teil, also von x, in den Teil y, beziehungsweise umgekehrt. Das heißt, die Kante E, bestehend aus Anfangsknoten x, Endknoten y, hat dann die Situation, dass x in der einen Menge liegt und y in der anderen Menge. Das heißt, die Knotenmenge von G lässt sich in zwei disjunkte Teilmengen zerlegen. Und jede Kante geht von der einen Menge in die andere Menge. Das ist also der bipartite Graph oder die Definition eines bipartiten Graphen. So, wie lässt sich nun feststellen, ob ein Graph bipartit ist? Ja, wenn der so vorliegt wie hier, also in so zwei, hier rechts und linke Teile, dann ist es sicherlich einfach zu erkennen. Aber das ist natürlich nicht immer der Fall. Wenn man sich beispielsweise diesen Graphen anschaut, dann sieht man nicht auf den ersten Blick, ob dieser Graph wohl bipartit ist oder nicht. Wie könnte man das machen? Beispielsweise, indem man abwechselnd die Knoten einmal in einer einen Farbe, dann in einer anderen Farbe einfärbt. Ja, das könnte man wie folgt machen. Man wählt einen beliebigen Startknoten. Hier haben wir jetzt mal den Knoten hier oben ausgewählt. Den färben wir in beispielsweise der Farbe Blau. Ja, und nun schaut man sich alle Nachbarn dieses gerade eingefärbten Knoten an und färbt sie in einer anderen Farbe. Ja, also alle Nachbarn von dem Startknoten werden jetzt beispielsweise in der Farbe Orange eingefärbt. Dann guckt man sich die Nachbarn dieser Knoten an, also der jetzt orange eingefärbten Knoten, ja, und färbt die wiederum in der Farbe Blau. Ja, das macht man jetzt wechselweise, sodass immer abwechselnd die Farben hier blau und orange gewählt werden. Das heißt, hier würden jetzt die Nachbarn der blauen Knoten würden orange eingefärbt werden, die Nachbarn dieser Knoten wieder blau und abschließend der letzte Knoten orange. Ja, und der Graph ist bipartit, wenn es nur Kanten mit unterschiedlich gefärbten Endpunkten gibt. Ja, und das ist hier bei diesem Graph gerade der Fall. Das heißt, das ist das Beispiel eines bipartiten Graphen. Gucken wir uns vor der Formulierung eines Algorithmus zunächst noch eine problematische Situation an, nämlich den Fall von Kreisen mit ungerader Länge. Einfachstes Beispiel ist ein Dreieck. Das können wir nicht in zwei Farben einfärben, sodass benachbarte Knoten unterschiedliche Farben aufweisen. Wenn wir hier beispielsweise den einen Knoten blau einfärben, dann können wir den Nachbarn orange einfärben und für den dritten Knoten hier führt das auf jeden Fall zu einem Konflikt. Wenn wir ihn orange einfärben, ja, dann sind diese beiden Knoten quasi direkt benachbart über diese Kante. Das ist nicht erlaubt. Und wenn wir ihn blau einfärben, dann wird diese Kante zu einer Konfliktsituation. Das lässt sich auch verallgemeinern auf den Fall von Kreisen ungerader Länge. Wenn ein Graph einen solchen Kreis enthält, dann kann er nicht bipartit sein, da wir ihn entsprechend nicht einfärben können. Ja, hier mal angedeutet oder mit 2k plus 1 Knoten. Ja, wir würden beispielsweise den ersten Knoten blau einfärben, den zweiten Knoten orange, den dritten Knoten wieder blau und so weiter. Das heißt, alle Knoten mit ungerader Nummer
würden wir blau einfärben, alle Knoten mit gerader Nummer würden wir orange einfärben. Ja, und wenn wir dann beim Knoten 2 K plus 1 angelangt sind und dann den nächsten Knoten einfärben, als eine ungerade Zahl, würden wir den blau einfärben. Und das führt dann, wenn von dort aus eine Kante zurückgeht zum Startknoten, führt das zu einem Konflikt. Ja, da das in einem bipartiten Graphen nicht sein darf, Kanten zwischen zwei Knoten müssen die Endpunkte unterschiedlich eingefärbt haben. Ja, das heißt, man lässt sich allgemein, können wir sagen, wenn ein Graph einen Kreis ungerader Länge enthält, dann kann der Graph nicht bipartit sein. So, wie können wir das nun etwas systematisieren? Eben war ja eher so die grobe Idee und den Fall, dass beispielsweise ein Graph nicht bipartit ist, habe ich noch gar nicht berücksichtigt. Nun, das ist im Wesentlichen, es ist einfach nur eine Anwendung der Breitensuche und zwar eine kleine Modifikation. Anstelle der Q, die wir bei der Breitensuche verwendet haben, um die Reihenfolge der Knotenbearbeitung zu organisieren, verwenden wir hier ein Feld L, in dem wir Knoten in Schichten einteilen. Und zwar die Schichten geben an, zu welchem Zeitpunkt Knoten entdeckt werden. Ja, und alle Felder L zusammen, wir haben das hier quasi als Array angegeben, wo jedes einzelne Feld eine Liste enthält mit Knoten, die halt zu einem bestimmten Zeitpunkt entdeckt werden. Und alle diese Felder zusammen ergeben die Q in der regulären Breitensuche. Das gucken wir uns am besten mal an einem Beispiel an, ehe ich jetzt hier Zeile für Zeile durchgehe. Und zwar haben wir wieder den Graph, den wir eben auch schon eingefärbt haben, wo wir festgestellt haben, dass dieser Graph bipartit ist. Gucken uns zunächst mal die erfolgreiche Bearbeitung an. Zunächst wird hier oben in der Initialisierung, ganz normal wie bei der Breitensuche auch, werden die Knoten als noch undiscovered identifiziert oder initialisiert. Wir setzen den Startknoten als den Knoten, den einzigen Knoten, den wir jetzt sozusagen entdecken, zum Anfang, setzen quasi die erste Schicht, nur bestehend aus diesem Startknoten. Das I ist ein Zähler für diese Schichten oder Ebenen. Der erste Knoten wird blau eingefärbt. Ich habe das mal hier markiert mit so einem farbigen Punkt, wo auch die Nummer der Ebene oder die Nummer der Schicht eingetragen ist. In die Bearbeitung, wenn wir noch Knoten in unserer Liste L, die jetzt sozusagen die Rolle der Q in der normalen Breitensuche übernimmt, solange wir dort noch Knoten haben, und das ist mit dem Startknoten hier am Anfang ja der Fall, ja, steigen wir da ein. Gucken uns jetzt sozusagen alle Elemente dieser entsprechenden Ebene an. Zum Zeitpunkt des Startes ist das nur dieser eine Knoten. Für den gucken wir uns dann alle Nachbarn an, ja, für jeden adjazenten Knoten. Das heißt, wir müssen uns jetzt die ausgehenden Kanten von A anschauen und gucken uns dann an, ist der Knoten, auf den wir da treffen, ist der noch undiscovered? Wenn das der Fall ist, bekommt er den Zustand discovered. Man fügt ihn in die nächste Schicht ein und setzt ihn auf die Farbe, die der aktuellen Farbe entgegengesetzt ist. Wir werden hier diesen Graphen wieder einfärben in Blau und Orange und sozusagen diese Negation der Farbe des aktuellen Knotens, der ja blau ist, wäre in diesem Fall Orange. Das heißt, wir würden jetzt diese drei Knoten hier entsprechend orange einfärben. Das sind jetzt auch die Knoten, die in der zweiten Ebene eingetragen sind. Das heißt, in diesem Feld hier L1. Ich habe das hier entsprechend wieder mit der 1 markiert. Und wir würden jetzt zurückgehen, sozusagen in die Bearbeitung der noch zu bearbeitenden Knoten. Ja, das heißt, wir würden uns jetzt einen Knoten von diesen dreien auswählen. Ja, wir sind jetzt sozusagen angelangt hier for each U aus L1. I ist 1 in dieser Situation. Wählen wir uns beispielsweise das B aus. Gucken uns jetzt wieder alle adjazenten Knoten an. Das heißt, wir schauen mal, wie sieht es denn da aus? In diesem Fall kommen wir auf einen Knoten, der bereits discovered ist. Das heißt, wir müssen jetzt hier prüfen,
Passt das von der Farbe her? Das heißt, dieser Knoten muss anders gefärbt sein als dieser Knoten. Wenn das nicht der Fall ist, dann könnten wir hier die Bearbeitung schon abbrechen, weil wir dann eine Kante zwischen zwei gleich eingefärbten Knoten hätten. Das kann bei einem Bipartitengraphen nicht sein oder es darf nicht sein. Das ist aber hier nicht der Fall. Das heißt, hier unten würden wir feststellen, ja, wenn der Knoten bereits discovered ist. Das ist hier für den Knoten A der Fall. Dann überprüfen wir, wenn die Farbe gleich ist, Fehler. Ansonsten machen wir gar nichts, weil der Knoten ja schon gefärbt ist. Das heißt, die Kante ist fertig bearbeitet. Wir gehen über zur nächsten Kante. Der Knoten ist neu. Der wird jetzt entsprechend eingefärbt an dieser Stelle in Zeile 14 mit der anderen Farbe als Orange und das ist blau. Dann gehen wir über zum nächsten Knoten. Dort machen wir genau das Gleiche. Es würde wieder diese Kante untersucht werden. Das habe ich jetzt nicht mehr animiert. Wir würden diese Kante untersuchen und würden den Knoten E entsprechend einfärben. Dann geht es an den Knoten F in der Bearbeitung. Dort würden wir auch wieder diese Kanten hier überprüfen. Das passt von der Färbung. Zwei blaue sind benachbart zu diesem Orangen und neu einfärben würden wir den Knoten J. Damit ist die zweite Ebene vollständig identifiziert. Ja, die können wir hier angeben. Das ist die Ebene, die aus den Knoten D, E, J besteht. Ja, und das sind jetzt die Knoten, die hier in Zeile 9 quasi ausgewählt werden in dieser Vorschleife. Und dort würden wir jetzt quasi alle Nachbarn von diesen Knoten aus Ebene 2 entsprechend einfärben, in die Ebene 3 eintragen. Das setze ich dann entsprechend sofort. Dann werden die Knoten aus Ebene 3 bearbeitet. Dort werden die Knoten in Ebene 4 entdeckt. Und schließlich wird die fünfte Ebene nur bestehend aus dem Knoten Q entdeckt und entsprechend eingefärbt. So, jetzt gucken wir uns nochmal den Fall an. Was passiert denn eigentlich, wenn der Graph nicht bipartit ist? Ja, dazu habe ich jetzt hier an einer Stelle eine zusätzliche Kante eingefügt zwischen G und H. Der Anfang funktioniert genauso wie eben auch. Wir starten wieder beim Knoten A, bauen entsprechend diese Ebenen auf. L0 nur bestehend aus A, L1 bestehend aus B, C, F. Wir bauen die zweite Ebene auf. Wir würden jetzt auch die dritte Ebene aufbauen. Da würden G, H, I, L, O und R eingetragen werden. Ja, an dieser Stelle, wir sehen das zwar, dass das jetzt gleich zu einem Konflikt führen wird, aber zum Zeitpunkt der Färbung dieser beiden Knoten erkennt man das noch nicht. Das erkennen wir erst dann, wenn einer von diesen beiden Knoten sozusagen derjenige ist, der hier in Zeile 9 ausgewählt wird. So, jetzt sind wir an dieser Stelle, dass ein Knoten aus Ebene 3 ausgewählt wird. Wir wählen hier jetzt mal den Knoten G als denjenigen aus, der als nächstes untersucht wird. Man guckt sich dann wieder alle Nachbarn an von G, würde sich zunächst diese Kante angucken, würde feststellen, naja, der Knoten D ist bereits discovered, ist auch schon eingefärbt. Er hat aber eine andere Farbe als dieser Knoten. Das ist ja in Ordnung. Dann würde diese Kante untersucht werden. Es würde festgestellt werden, H war bereits discovered und dann wird geprüft werden, ja, wenn die Farben identisch sind. Das darf halt nicht sein in den Bipartitengraphen. Dann wird entsprechende Fehlermeldung ausgegeben und man kann die Rückmeldung geben, dieser Graph ist nicht bipartit. Okay. Ja, gucken wir uns noch einige Eigenschaften an, die so ein bipartiter Graph hat, beziehungsweise Eigenschaften des Algorithmus oder des Ergebnisses, was dort geliefert wird. Ja, der Algorithmus konstruiert ausgehend vom Startknoten diese Ebenen L1, L2 und so weiter, wie wir das gerade gesehen haben. Das heißt hier, die Ebene 0 ist der blau eingefärbte Knoten A, dann die Ebene 1, B, C, F, wie wir das gerade gesehen haben. Die Ebene 1 enthält alle Knoten, die direkt zum Startknoten adjazent sind. Das haben wir hier auch schon gesehen. Und wenn wir die Ebene L1 bis LJ haben, dann haben wir in der Ebene LJ plus 1 alle die Knoten, die in keiner früheren Ebene aufgetaucht sind. Und die adjazent zu wenigstens einem Knoten aus LJ sind. Ja, das ist sozusagen der Knoten, von dem aus
die Knoten in LJ plus 1 entdeckt wurden. Ja, beispielsweise, wenn wir uns mal die Knoten der Ebene 4 angucken, ja, das sind die mit der kleinen grünen 4 hier oben. Ja, für jeden dieser Knoten gibt es wenigstens eine Kante, die zu einem Knoten aus der dritten Ebene führt, und es gibt keine Kante, die zu einem Knoten einer Ebene davor führt. Und diese Ebenennummer, das ist auch gleichzeitig der Abstand zum Startknoten. Ja, was meint der Abstand? Hier beispielsweise wieder für den Knoten K. Ja, der hat die Ebenennummer 4. Und das bedeutet, um vom Startknoten A zum Knoten K zu gelangen, muss man über 4 Kanten gehen. Ja, beispielsweise kann man von A zum Knoten B gehen, ist die erste Kante. Von B nach D ist die zweite Kante. Von D nach G ist die dritte Kante. Und von G nach K ist die vierte Kante. Und wir hatten ja auch gesehen bei der Breitensuche, dass ein Suchbaum erstellt wird oder generiert wird. Und zwar gibt der quasi den Weg vor, wie Knoten ausgehend vom Startknoten entdeckt werden. Und wenn wir jetzt zwei Knoten X und Y in diesem Suchbaum haben und die zu zwei Ebenen LI und LJ gehören, und wenn ferner XY eine Kante in G ist, ja, dann können wir daraus schließen, dass X und Y in benachbarten Ebenen liegen. Ja, auch das, denke ich, ist klar, aufgrund dessen, was wir hier vorne vorher schon gesehen haben und was wir auch schon erläutert haben. Ja, und zum Abschluss noch, wenn jetzt G ein zusammenhängender Graph ist und wir wieder diese Ebenen entsprechend erzeugt haben, dann gilt eine der beiden folgenden Aussagen. Ja, es gibt keine Kante in G, die zwei Knoten einer Ebene verbindet. Ja, wenn das der Fall ist, dann wissen wir, ist der Graph bipartit und die Knoten aus den Ebenen können entsprechend eingefärbt werden. Beispielsweise können wir die Knoten mit einer geraden Ebenennummer blau einfärben und die Knoten mit ungerader Ebenennummer können wir orange einfärben. Oder natürlich auch umgekehrt. Ja, und das haben wir im Algorithmus explizit schon während der Durchführung gemacht. Das könnte man aber auch im Nachhinein machen. Kostet natürlich zusätzliche Zeit, aber das ist die Idee, dass wir sozusagen diese Schichten wechselweise einfärben können. Und wenn es eine Kante in G gibt, die zwei Knoten einer Ebene verbindet, ja, dann können wir aufgrund dessen, was wir vorher uns überlegt hatten, mit den Kreisen ungerader Länge daraus schließen, dass der Graph dann nicht bipartit ist. Denn wenn wir eine Kante haben, die zwei Knoten einer Ebene verbindet, dann erzeugt das gerade einen Kreis ungerader Länge. Ja, das kann man sich auch verdeutlichen über den Gedanken des Suchbaumes. Wenn wir nämlich zwei Knoten einer Ebene haben, ja, dann ist der Weg vom Startpunkt zu diesen beiden Knoten identisch lang. Ja, und wenn wir dann noch eine Kante innerhalb einer Ebene haben, ja, dann haben wir damit gerade einen Kreis ungerader Länge erzeugt, nämlich vom Startknoten bis zu dem Knoten X beispielsweise in der Ebene. Der zweite Knoten sei mal Y, dann hätten wir die Kante von X nach Y und dann wieder zurück von Y zum Startknoten. Das heißt, da haben wir definitiv einen Kreis ungerader Länge und dann wissen wir, dann kann der Graph nicht bipartit sein. Das ist ein weiteres Beispiel für die Anwendung der Graphtraversierung, hier Anwendung der Breitensuche, leicht modifiziert, um halt zu überprüfen, ob der Graph bipartit ist oder nicht.